Hallo Bernd. Hallo. Hallo. 5,5% bei den Europawahlen. Das war ein Schlag in die Magengrube für viele Mitglieder der Linkspartei. Wir wollen heute mal ein bisschen mit dir darüber reden, was kommt jetzt danach. Die Frage, die so ein bisschen mit im Raum hing, braucht es die Linke noch? Die Grünen sind jetzt so nett und sozial. Ja, natürlich 5,5%. Das ist ein Ergebnis weit unter unseren Erwartungen. Wir waren alle geschockt. Wir können auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und natürlich braucht es die Linke. Das ist ja absurd. Die Grünen geben sich zwar sozial, aber sie haben überhaupt keine Konzepte. Ich glaube, niemand stellt in Frage, dass wir eine starke linke Kraft in Deutschland brauchen, die ganz konsequent die Interessen der Beschäftigten vertritt. Aber wie kommen wir jetzt wieder in die Offensive? Was sind die zentralen Themen im Sommer? Ja, wir müssen wissen, dass die Leute, wenn sie einmal Grüne gewählt haben, nicht unbedingt dort bleiben. Ja, Europawahlen sind das eine, die anderen Wahlen sind das andere. Und wir müssen jetzt natürlich gucken, dass speziell die Leute noch stärker angesprochen werden, die im niedrigen und mittleren Lohnbereich sind. Altenpflegerinnen, Krankenpflegerinnen, Amazon-Beschäftigte, Verkäuferinnen und viele andere mehr, die dringend eine soziale Vertretung brauchen. Wir müssen uns mehr um den Klimaschutz kümmern und wir müssen uns aber dort stark unterscheiden von den Grünen, indem wir eben Klimaschutz als soziale Frage anschauen. Gerade die unteren leiden am meisten bei der Klimaerwärmung. Und wir müssen deutlich machen, dass es eben die 100 größten Konzerne sind, die 70% der CO2-Emissionen verursachen. Und wer nicht an die Konzerne rangeht, an diese Art und Weise, wie wir produzieren, profitorientiert produzieren und damit auch die Lebensweise vorgegeben wird, der wird den Klimaschutz nicht lösen können. Und da wird die Linke ein Profil gewinnen, indem sie eben Klimaschutz und soziale Frage zusammenbringt und Klimaschutzpolitik im Interesse der Mehrheit macht. In Vorbereitung auf das Interview haben wir Mitglieder der Partei gefragt, was sie dich gerne fragen würden und haben das hier als Videos mitgebracht. Die schauen wir uns mal an. Schön. Hallo Bernd, hier ist Gregor von der Linken aus Freiburg. Wie stehst du eigentlich zu der Beteiligung an Regierungen? Wie stehst du zu R2G? Wie können wir das Leben wirklich verbessern? Ja, die Linke hat ja bekanntlich zwei Ansätze, das Leben der Menschen zu verbessern. Erstens, dass wir direkt auf der Straße, in den Betrieben, in den Stadtteilen, mit den Initiativen zusammen, mit den Menschen für konkrete Verbesserungen von Arbeits- und Lebensverhältnissen kämpfen. Das ist der außerparlamentarische Bereich, den darf man überhaupt nicht geringschätzen. Unsere Philosophie ist ja auch, dass die Leute sich selber ermächtigen müssen, um diese Gesellschaft zu verändern. Und es fängt eben damit an, dass man dafür kämpft, dass die Mieten nicht steigen, dass man für bessere Löhne, für bessere Arbeitsbedingungen kämpft. Das ist die eine Seite. Und natürlich kämpfen wir auch um linke Mehrheiten im Parlament. Ich glaube, beides gehört zusammen. Ob wir diese Mehrheiten haben, wir stellen ja zurzeit schon eine gewisse Wechselstimmung fest. Also die Große Koalition hat keine Mehrheit mehr, die Bürgerlichen haben auch keine Mehrheit mehr. Wir sehen aber, dass die Grünen sich weigern, sich zu positionieren. Sind sie eher für Rot-Rot-Grün oder sind sie eher für Schwarz-Grün? Das heißt, die Linke muss für linke Mehrheiten kämpfen, aber mit einem klaren Profil. Also wenn sich für die Mehrheit der Bevölkerung nichts verbessert, wenn es nicht höhere Mindestlöhne gibt und armutsfeste Renten und wenn wir nicht an die Verteilungsfrage rangehen können, dann sollten wir die Finger davon lassen. Aber wir sollten den Druck machen, genau dafür zu kämpfen. Was wäre denn deiner Meinung nach das wichtige, zentrale Projekt, das diese linke Mehrheitenregierung, wie auch immer sie sich gestaltet, angehen muss? Ich glaube, es geht nicht um ein Projekt, sondern es geht um eine andere gesellschaftliche Orientierung. Wir brauchen eine andere Wirtschaftsweise, die sich an den Bedürfnissen und Lebensinteressen der Menschen und der Natur orientiert und nicht mehr am Profit einiger weniger. Das bedeutet wirklich gravierende Eingriffe in die heutige Art, wie der Kapitalismus agiert. Wir brauchen Verteilungsgerechtigkeit, das ist natürlich eine Grundposition der Linken. Und wir müssen die Produktion und Lebensweise so organisieren, dass sie ökologisch und sozial verträglich ist. Das ist ganz was anderes als das, was heute gemacht wird. Dann gehen wir mal über zur nächsten Frage. Die kommt aus Niedersachsen. Ich bin Tina Flaube aus Wildeshausen und ich bin Kreisverbandssprecherin der Linken Oldenburg-Land. Bernd, eins würde ich wirklich gerne wissen.
Wie schaffen wir es, hier im ländlichen, dünn besiedelten Raum die Menschen besser zu erreichen? Wie werden wir hier erfolgreicher? Wir stärken natürlich die Linke im ländlichen Raum am besten, indem wir die konkreten Interessen der Menschen dort politisch zum Ausdruck bringen und politisch vertreten, in der Kommunalpolitik, in örtlichen Initiativen. Und es gibt ja viele Probleme, die auf der Hand liegen. Ja. Die Menschen müssen manchmal Wochen und Monate lang auf einen Facharzt oder überhaupt auf einen Arztbesuch warten. Der Bus kommt unpünktlich für die Schüler und Schülerinnen oder kommt gar nicht. Und nach 20 Uhr fährt gar keiner mehr. Wir haben oft das Problem, dass es zu wenig Kita-Plätze gibt oder dass die Gebühren zu hoch sind, dass die Bildungs- und Schulfrage oft nicht befriedigend gelöst wird. Das sind alles Themen, die wir als Linke besetzen müssen und wo die Menschen merken, wir machen was für sie. Dann gewinnen wir auch im ländlichen Raum. Und auch die Pflegekampagne ist eine Kampagne, die nicht auf die Städte konzentriert ist, sondern die ganz starken Fuß in die Tür reinbringen kann, in den kleinen und Mittelständen. Also ich glaube, was aber ja schon in der Frage zum Ausdruck kommt, ist das Gefühl, dass die Linke sich zu sehr auf Großstädte konzentriert. Die Linke ist in großen Städten erfolgreicher gewesen. Fehlt uns da ein bisschen der Fokus auf die Fläche? Nein, wir müssen unbedingt in den Städten sogar noch weiter zulegen. Ich denke, wir haben da sogar noch Luft nach oben. Natürlich in den Städten, da sind die meisten Streiks, die meisten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die meisten Bewegungen. Dort hat die Linke eine wichtige Grundlage. Aber es ist ein Riesenfehler, wenn wir Stadt und Land gegeneinander stellen. Wir müssen beides machen. Wir müssen in den Städten die Position ausbauen, aber im ländlichen Bereich mehr Fuß fassen, vor allen Dingen durch kontinuierliche Arbeit. Dann kommen wir noch zu einer dritten Frage, einem dritten Themengebiet, das auch bei der Europawahl viele linke Mitglieder umgetrieben hat. Die Frage kommt aus Leipzig. Hallo, ich bin Katharina von der Linken in Leipzig. Im September haben wir Landtagswahlen hier in Sachsen. Und meine Frage ist, wie glaubst du, können wir die AfD noch stoppen? Ja, das ist leider nicht so einfach zu beantworten. Aber in der Tat sehe ich das auch so, dass es bei den kommenden Landtagswahlen im Osten darum geht, die Rechten zu stoppen. Das ist eine wichtige linke Aufgabe. Und wir haben da im Kern drei Ansätze. Der erste Ansatz ist, wir müssen überall dem Rassismus und der rechten Ideologie entgegentreten, in den Betrieben, auf den öffentlichen Plätzen, in den Stadtteilen und klar dagegenhalten, auch wenn das nicht bequem ist. Zweitens, wir müssen die Bewegungen unterstützen, die gegen rechts auf die Straße gehen. Das ist zum Beispiel Unteilbar am 24. August in Dresden. Da mobilisieren wir als Linke mit, damit deutlich wird, es gibt nicht nur die Rechten, es gibt auch die Gegenkräfte. Und die Gegenkräfte bringen einige Tausend oder einige Zehntausend Leute auf die Straße. Das sind wichtige Symbole und ist ein wichtiger Ausdruck antirassistischer Politik. Und drittens, wir müssen eben deutlich machen, dass die Rechten den sozialen Unmut zwar oft zum Ausdruck bringen, die Unzufriedenheit, dass man abgehängt ist, dass man rödelt und trotzdem auf keinen grünen Zweig kommt, aber sie haben gar keine Lösungen. Im Gegenteil, ihre Lösungen sind eben gegen die Erwerbslosen, gegen die Beschäftigten und gegen die Rentnerinnen gerichtet. Und dort muss die Linke eben deutlich machen, wir vertreten auch und ganz stark und am besten die sozialen Interessen der Mehrheit der Menschen. Mhm. Jetzt hattest du ja vorhin auch gesagt, die Menschen trauen uns soziale Kompetenz zu. Aber was ist unser konkretes Angebot an Wählerinnen und Wähler, die eben nicht radikal rechts überzeugt sind? Die werden uns nie wählen, aber diese Leute, die aus Protest sagen, jetzt AfD, weil dann irgendwas passiert. Naja, es geht ja hier um die Menschen, nicht um die Menschen, die selber rassistisch denken oder mit vollem Bewusstsein AfD wählen, sondern es geht um die, die sagen, ich bin unzufrieden und jetzt muss ich mal den anderen zeigen, dass es so nicht weitergeht. Die Menschen werden schnell merken, dass sich an ihrer sozialen Lage doch gar nichts ändert, indem sie AfD gewählt haben. Und wir müssen deutlich machen, dass wenn sie die Linke stärken, sind auch alle anderen Parteien gezwungen, sich stärker um die sozialen Fragen zu kümmern. Höhere Mindestlöhne, armutsfeste Renten,
bessere Wohnverhältnisse. All diese Dinge werden eben in der Gesellschaft nur eine Rolle spielen, wenn die Linke stärker wird und wenn sie sich auch selber organisieren und für diese Interessen mit auf die Straße gehen. Es scheint oft ein längerer Weg zu sein und ist es auch, aber es ist der solidere und offenere und man darf den Leuten nicht irgendwie den Eindruck vermitteln, es gibt hier eine schnelle Lösung ihrer Lage. Die letzte Frage kam ja auch aus Leipzig. Es stehen in den in Ostländern Wahlen an, Brandenburg auch und Thüringen. Und da würden wir gerne noch kurz darüber reden, was ist das Motto der Landtagswahlen? Was leitet die anstehenden Wahlkämpfe? Es gibt natürlich unterschiedliche Ziele. In Thüringen wollen wir den ersten linken Ministerpräsidenten verteidigen, in Brandenburg dafür sorgen, dass es nicht eine große Koalition oder eine andere Formation gibt. Und in Sachsen wollen wir stark bleiben oder noch stärker werden. Aber das übergreifende Motto ist natürlich, dass wir die Rechten im Osten stoppen wollen. Diese Wahlen sind wirklich Richtungswahlen und sie sind auch Symbolwahlen, ob die AfD im Osten stärkste Partei wird und ihren Aufstieg fortsetzt oder ob wir das ändern können. Und deswegen ist die Unterstützung unserer Genossinnen und Genossen in den drei Bundesländern eine Aufgabe der gesamten Partei. Deswegen wollen wir, dass möglichst viele Wahlhelfer und Wahlhelferinnen rübergehen im August nach Sachsen und nach Brandenburg, im September und Oktober nach Thüringen und dort unterstützen. Und wir müssen dort zeigen, dass die Linke der entschiedenste Gegner gegen die Rechten ist und dass wir mit vollem Selbstbewusstsein und mit viel Optimismus in diese Wahlen gehen und keinesfalls den Rechten überlassen.